Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in der Spielerkarriere in EFC24. Und man merkt schon, das Spiel gegen Vigo ist weg. Anscheinend habe ich nicht gespeichert oder so. Ist halt ein bisschen belastend. Das hier bitte einmal bearbeiten. Für Elva. Weil ich habe ja keine Elva geschossen. Werden einfach alles löschen. Ja. Alles weg. Hab halt ein paar Tage weiter simuliert und rausgefunden, ey. Ja. Ich habe um safe kein Dings. Kein Spiel gegen. Das Spiel nicht mehr gegen Vigo, ne? Und das ist halt beschissen. Wir machen Elfer-Duell, dass man halt auch Elfer schießt, weil ich weiß nicht, ob wir einen hatten. Aber es könnte ein vorproduzierten Part sein, der leider nicht aufgezeichnet hat, warum auch immer. Weitschüsse kannst du auch mitnehmen, ist eine gute Sache. Und dann nehmen wir noch. Ja, so bei langer Pass müsste man auch trainieren. Die sind auch grottig. Sieht man auch in den Werten. Ja, das brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Aber andererseits kann ich den ja sowieso nicht mehr irgendwo trainieren. Machen wir einfach so. Und natürlich wird hier nichts gespielt, deswegen. Elfer Wert schon mal auf 7. Nice. War fast auf. Ne, auf 7, gut. Gut, gut. Ja, müssen wir mal gucken, dass ich gegen Vigo jetzt nochmal reingehe. Oder so. 24. Dezember einfach an Weihnachten. Krass. Na gut, gehen wir halt rein gegen Vigo. Ich bin weiter noch Weltklasse und ja, mal schauen, wie es so läuft. Ne? Könnte halt einiges an Frust dabei sein. Einiges an, ja, Nerverei. Ich spielen wir, glaube ich, auch Copa de España. Glaube ich. Müsste ja auch bald losgehen. Ne? So, gehen wir mal hier rein. So. Tradición. Tradición. So, wir machen Schüsse aufs Tor. Machen wir Spielbewertung. 9,0. Ich mitnehmen. Wobei Schüsse aufs Tor. Ich muss mich ein bisschen anpassen. Auf die Schwierigkeit. Andererseits scheiß drauf, ich werde nur 9,0. Nehmen wir die mit. Weil doch die 4 Schüsse, was sagt mir, nehmen die 4 Schüsse mit. Nehmen wir doch die 4 Schüsse. Am nächsten Mal dann die 9,0. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken. So. Breit. Und rein geht's. So. Kennen wir leider schon. Weiß nicht, warum ich nicht gespeichert habe. Normalerweise speichere ich nach jedem Spiel, aber. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Der Part ist ja da, also es ist ja keiner, der weg ist, weil es mir falsch angezeigt worden ist. Was leider auch ab und zu vorkommt. Okay. Joa. Dann mach ich doch mal das 1-0. Wie was kennen. Also ich weiß nicht, warum das gerade so einfach war. Hat sich nicht angefühlt wie Weltklasse, aber müsste ja auch Weltklasse sein. Außer dass ich gerade doch was von der Trainerkarriere bekommen, aber ja, wer weiß, auf jeden Fall setze ich mich durch und mache es 1-0. Ja. Und bin den Torrekord von CR7 ja nicht mehr so weit entfernt von. Yes, Dankeschön. Den würde ich gerne mitnehmen im Torrekord, wenn es möglich ist. Und das ist es. Flank! Ah, shit! Und den kriege ich? Okay, dann schieß! Schieß! Ah, verdammt. Naja, ich wusste doch, auf den ist kein Verlass, auf den Kollegen da. Ich habe das nicht ohne Grund im letzten oder vorletzten Spiel gesagt. Und wobei, das ist Vigo, ne? Ja, komm, die dürfen umgetreten werden. So, Shaibi raus. Ich glaube, der hat sich auch beim ersten Match gegen die verletzt. Los, holt euch den Ball. Ey, macht doch sowieso nichts. Ah, passt ganz gut. Dass bei denen ihrer Eröffnung hier sich Kakere noch verletzt hat. Oder so, ist mir auch egal. Kommt hier nächster Kollege rein. Ist mir auch egal. Hier trotzdem den Ball fordert, wo er Dings da ist. Da gibt es auch einen Namen für, ne? Ah, ich komme gerade nicht drauf.
Eigentlich auch nur wegen einem Kollegen von damals, von wo ich noch Fußballfan war. Der hat das mal gesagt, wie das Ding heißt. Da waren wir alle Fußballfans. Jeder Kollege und ich halt. Also ich und jeder Kollege halt, kann man sagen. So. Hatte ich schon ab und zu mit denen zu tun, kann man sagen. Und naja, dann, ja, lange Zeit nur mit mir selbst. Oh shit, das hätte ich schlauer anstellen müssen. Auch wenn ich da gefoult worden bin von dem Hurens. Aber Ref sagt nur, war nichts. Er hat ja überhaupt nicht mich getroffen und voll den Ball getroffen. Also, ja. Also klar, es war keine rote, aber es war trotzdem faul. Ganz klar. Ja, genau, jetzt verliere ich auch noch einen Zweikampf. Ich dachte, ich hätte Stärke gelevelt. Anscheinend wohl nicht. Ja, genau, ihr werdet auch noch rumgeschoben. Interessiert den Wolf auch nicht. Die Parteiche Mistsau, ey. Missgeburt, ey. Wolf, wenn wir uns am Spiel sehen, Junge. Irgendwo. Bushaltestelle oder so, Junge. Ich mach dich kalt, ey. Ich box dich weg. Wenn ihr auf Blau, Junge, bist du erstmal ausgeschaltet, du kleiner Heißer. Parteiischer Hurens, ey. Was denkt der, wer der ist? Komm, tritt den Wolf. Ah, schade, ich hab den Teamkollegen getroffen. Jetzt verletze ich so die Teamkollegen, so ist ja lustig. Ja, könnt ihr dann auch mal was machen da hinten? Meine Fresse, ey. Aber können die anderen Spieler überhaupt irgendwo irgendwas machen, ey? Oder muss ich hier echt alles alleine machen, ey? Ich echt gucken, wie ich es nächste Saison mache. Ich würde gerne Champions League spielen mit einem Team, wo ich nicht alles selber machen kann, aber auch natürlich mit keinem Top-Club, weil ich gehe nicht nach Liverpool oder so. Ja. Ja, genau. Aber soll ich auch machen, so, ich meine. Ja, ich hätte versuchen können, dass sie den selber machen, aber habe ich ja in der einen Situation gesehen, wo der eine gar nichts gemacht hat. So vorhin. Das war ja auch nichts. Aber ich hätte das eine besser machen müssen mit dem einen. In der letzten Solo-Situation, die ich hatte. Da wäre das safe ein Tor drin gewesen, aber ich habe nicht auf den Gegenspieler geachtet und das war ein klarer Fehler, wie man gesehen hat. Ja. So. So. Diesmal gehe ich an dir vorbei, diesmal gehe ich an dir vorbei. So, nehmt euch alle auseinander hier. Auch nicht, weil der eine Typ so schnell ist da hinten. Weiß nicht, wer das ist und warum, aber. Ah, shit, the wall. So. Yes! Trotzdem mache ich das zweite Ding. Let's go. Also, erst war ich nicht so begeistert, das Spiel nochmal machen zu müssen, aber vielleicht war es wink des Schicksals? Oder so? Weil ich das erste Mal in der gesamten Spielerkarriere nicht gespeichert habe. Normalerweise kennt man mich aus der Trainerkarriere, ich speichere da ja alles tausendmal, wenn es sein muss. Und auch in der Trainerkarriere ist mir das nie passiert. Oder auch hier bisher nicht, aber ja, vielleicht war es wirklich Einmischung des Schicksals. Natürlich wird. Genau, das war ein Foul von mir, genau. Alles klar. Gegner haut mich mit Baseballschläger, waren auch ein Foul von mir dann. Parteiische Hurensohn, ey. Wenn der mir auf der Straße begegnet, ey, der muss aufpassen. Gleich wie so ist. Ey, Junge, der hier. Schwult mich auch noch an. Ist auch nicht cool. Er belästigt mich, meine ich. So. Ich habe ja nichts gegen Männer, die auf Männer stehen, aber mich belästigen finde ich nicht so cool. Also ob jetzt männlich oder weiblich. So. Mir ungewollt zu nahe kommen, so ist nicht. So. Würde ich auch niemandem empfehlen. So. Weil Ninios of Glories. Heißt nicht ohne Grund so. Ja gut, genug davon. Hier weiter. Zack. Gehen einmal hier rein. Ja, genau. So. So, weg. Wie regel ich das? Verdammt, gar nicht. Okay, ich krieg den Ball aber wieder. Nice. Nehme ich gerne an das Geschenk und. Na, schade am Keeper. Schade. Schade, schade, schade. Komm, gib. Na, verdammte Scheiße. Kann auch gar nichts richtig machen, der Teamkollege, ne?
Kann der den mal runternehmen? Wenn nichts kann, dann wechsel den aus. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich einige von uns verletzt hatten. Ne. Das ist auch so eine Hoffnung, die ich habe, bis auf der eine Typ, Chemiti oder Larin oder so. Auch immer von beiden spielt, so, der kann ja sowieso nichts. Also beide können nichts. Und Konaté, ja auch nicht. Also, ja, abgesehen von denen halt. Dass da halt da der wieder spielt oder Isco oder was weiß ich nicht wer. Ah gut, gerade läuft's immerhin. Mal gucken, ob ich da nicht noch, keine Ahnung, wechsle, aber ja, muss man gucken, ne? Muss man echt gucken. Ich weiß ja nicht, ob Sociedad es schafft, weil wenn, dann wenn die, ne? Gute Option, sage ich mal. Ich meine, die sind von alleine, ohne dass wir irgendwas damit zu tun hatten, ja, Erster gewesen lange Zeit. Wenn ich dann noch bei denen bin, dann ist das optimal. Natürlich werde ich gefoult. Hatten wir ja erst 1000 Mal. Zu Recht eine gelbe Karte hier. Vielleicht sollte ich auch gucken, dass ich weniger Spielzeit habe. Da der. Gib mir. Gib doch. Kannst sowieso nichts, Alter. Kannst nur was, wenn ich dich in was lassen. Wenn ich dich was lassen machen lasse, ey. Was du nicht vergeigen kannst, da der. Du hast mir deine Tore zu verdanken und deine Vorlagen. Nicht ich dir irgendwas. Also übertreib mal deine Lage nicht, Kollege. Ganz ehrlich. Er hat alles mir zu verdanken, was er gescored hat. Ohne mich wäre da nichts mit Scoren. Ich habe ihm das eine Tor vorgelegt gehabt damals, wo das war, wo ich das als Ziel hatte. Und zu Beginn hier bei Malle war erstes oder zweites Pflichtspiel, meine ich. Oder am Vorbereitungsturnier oder wo auch immer. Und ja, den Rest an Vorlagen hat er auch meinetwegen gemacht, weil ich den Aufbau mache. Jawohl, Hedwig ist da. Ich habe diesmal auf euch geachtet, ihr Verteidiger. Aber warte mal, habe ich dann den Torrekord? Könnte bald sein, ne? Baba, Dardai und keine Ahnung, wen noch mitfeiert. Ey. Weiß gar nicht, warum ihr mitfeiert, so ist mein Tor. Ja gut, so schlecht sind sie gerade auch nicht unterwegs. Also es gab noch schlimmere Zeiten. In letzter Zeit. Also bin ich froh, dass hier alles wieder gut läuft. Gut. Nö. Ach, schade. Schade, schade, schade. Gib. App. Gut angenommen, ciao. Nein. Junge! Kann der hell sehen oder was ist los mit dem, ey? What the hell? Das hattest du auch noch nicht. Ja, genau. Schieß! Na endlich, ey. Da musste ich auch erstmal fordern, weil der blöd rum überlegt, ey. Da gibt's nichts zu überlegen, Junge. Mach das Ding rein. Vollidiot, ey. Ohne mich wird er auch nichts können, ey. Chamiti, ey. Nicht ganz so schlimm wie Larin, aber auch nicht viel besser, kann man eigentlich sagen. Was für, ich hab den Ball nicht gewonnen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich hab den Ball nicht gewonnen. Ich hätte schwören können, ich gewinne da den Ball. Ah, shit, da war ich ein bisschen zu schnell. Also, oder eher gesagt, mein Char war zu schnell. Da konnte ich leider nicht mehr umswippen, swappen hier. Muss switchen die Seite. Gib mal den Ball rein. Könnt ihr mal? Gut. Oder auch nicht. Ich meine, klar, ich habe einen Hedwig, aber ich würde gerne noch mehr machen, ihr Opfer. Ich kann so schnell wie möglich den Torrekord haben. Das Einzige halt von meiner Liste weg ist halt. Schon wieder ein Zweikampf, der, naja, gegen mich so am Laufen ist, aber solange ich nicht verletzt werde, ist mir ja eh alles egal. Das wäre echt bitter. Weil ich war die letzten 2 Jahre zweimal lang, jeweils zweimal. Also die letzten 2 Saisons war ich 4-mal über längeren Zeitraum verletzt. So. Das geht halt gar nicht. So. Bei Lautern zweimal, dann bei Aberdeen zweimal. Und das über längerem Zeitraum. War ich lange Zeit weg. So. Wobei bei Lautern war es wirklich zweimal oder war es einmal?
Ich meine, es wäre zweimal, aber ich war ja noch mit am Ende dabei, also vielleicht war es doch nur einmal bei Lautern und so, aber auf jeden Fall zweimal halt letzte Saison bei Aberdeen, also das weiß ich halt noch, dass ich da zweimal verletzt war und das über längerem Zeitraum. Es hat uns ja das Saisonfinale zerstört, das hat uns fast sogar überhaupt das Weiterkommen in der Conference League gekostet. Ich kam ja am letzten Spieltag gegen Union zurück in der Conference League und habe uns da weitergeschossen mit Aberdeen. So. Und dann war ich wieder verletzt, wo es halt um die entscheidenden Spiele in der Conference League ging, in der Liga, im Pokal. Und hier habe ich mein viertes Ding gemacht nebenbei. ja, es wäre halt kacke, wenn das halt nochmal passiert in dieser Saison, weil ich würde gerne eine Saison jetzt wieder haben, wo ich verletzungsfrei bin, weil ich weiß nicht, ob ich bei Ulm verletzungsfrei war. Oder ob ich da auch nicht verletzungsfrei war, weil bei Lautern war ich, meine ich, verletzt gewesen, bei Aberdeen ja zweimal über längeren Zeitraum. Und ich meine, bei Lautern wäre ich mindestens einmal verletzt worden, aber vielleicht auch so wirklich zweimal. So. Keine Ahnung mehr. Muss man nachschauen in der Playlist, die ja unter jedem Part verlinkt wird. So wie bei anderen Projekten halt auch. Ne? Ich weiß nicht, warum ich das auch nie erwähne, aber naja, jetzt wisst ihr da mich halt hoffentlich. Ja, wie auch immer. So, jetzt sind wir uns hier durch. Könnte klappen. Na, schade, er hat mitgedacht, der Kollege. Pereira oder so. Hat er nicht gut, hat er nicht schlecht gemacht. Hat er nicht schlecht gemacht. Hat er mich outsmartet ein bisschen. Weil ich da jetzt nicht darauf reagieren konnte. Diese Situation kann man sagen, er hat mich outsmartet. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Müssen mal gucken, dass er mich nächstes Mal nicht outsmarten kann. Hoffentlich. So, ist ja auch leichter gesagt als getan. Ey, Mann, das ist nicht schlecht mit dem Abwehrverhalten. Ach komm, oh Junge. Pereira, das kannst du besser, ey. Ganz ehrlich, ich hab dich noch gelobt, du kleiner Hurens. Alter. Dreh mir die Beine weg. Da geht runter. Das ist in Ordnung, ist mir egal. Gib. Junge. Ja, egal, macht der halt das Ding. Von mir aus. Sah so aus wie Dardai, aber Dardai ist ja ausgewechselt worden, ne? Ich hätte, also wenn ich das nicht mitbekommen, hätte ich gedacht, Dardai hätte das Tor gemacht. Also vom Vipen so, sahen die so ähnlich aus meinem Sicht. Aber erstens, ich habe noch keine neue Brille und zweitens, ja, zweitens, ja, hat man nicht viel erkennen können von der Sicht, wo ich geschaut habe. Junge, Pereira ist gut jetzt, Junge. Ich heiße Pereira, ey. Also okay, vier Tore so. Münze. Junge, ist das sein Ernst? Bisschen nachdenken, Nummer 30 oder 32 oder was das war. Ey. Meine Fresse, ich verlange noch nicht viel von denen. So, nur dass sie einfach bisschen Fußball spielen, so Grundlagen. So, was kann man doch verlangen in der ersten Liga Spaniens, oder? Oder? Ich dachte eigentlich, die sind hier in Erstligist, aber vielleicht habe ich mich vertan. Schon wieder werde ich hier bedrängt, ey. Na gut, parteiischer Offiziell ist ja auch sowieso am Start. Geh weg! Meine Fresse, das Einzige, was der kann, ist im Weg stehen oder was? Hat der den Mann nicht eingewechselt, ey? Es ist doch locker der, der eingewechselt worden ist. Weil vorher war der nicht mehr auf die Nerven gehen hier und im Weg am Rumstehen, ey. Aber wie kann dir auch so einer nicht auf die Nerven gehen, wenn er am Weg rumsteht? Aber egal. Kritik auf höchstem Niveau, auch wenn das 6-0 halt größtenteils dank mir ist. Hier sieht man Spieler des Tages, vier Tore gemacht. So. Deswegen, ohne mich wäre da nicht viel mit Torfestival. Ah gut, Weihnachtsgeschenk für meinen Charles da. Wir schauen noch kurz auf die Tabelle, was das für Auswirkungen hat. Und wir gucken auf, wie viele Tore ich habe, damit wir wissen, wie weit wir noch haben mit dem Ziel. Das eine Ziel, was mir egal war, habe ich nicht gemacht. Bei Erfolgsquote können die sich sonst wohin schieben. Ich bin kein Mathematiker. Und abgesehen davon, je nachdem, wie krass der Schlussmann von denen ist, habe ich dann nur bedingt was gegen machen. Wir sind 4 Punkte in der Basel? Also Barca spielt die Saison aller Saisons. Ne? Klar, die müssen auch einmal gegen uns spielen, auf Weltklasse gegen Barca. Ah, Sociedad ist mit drinne. Vielleicht wechsle ich nach Sociedad. Andererseits kenne ich die Köppe hier. So, hier haben wir noch nicht. Ja, wobei ich könnte auch in der CL vorbeigucken, wer hier weiterkommt und so. Von den Underdogs. Marseille, aber ich habe keinen Bock auf Frankreich, genauso wie keinen Bock auf Monaco. Viktoria Pilsen. Ich weiß nicht mal, ob die eine Liga haben. Und Fenerbahce, also, ja, aber Pilsen habe ich auch keinen Bock. Das würde mich ja noch weiter zurück. Porto ist ja ganz wild. Aber Porto ist halt auch die Liga dann zu leicht. Dortmund.
Und Chennai ist, wie gesagt, kein Frankreich-Fan. Kiew, Celtic wäre cool, aber ja, die Liga wird sich wieder auseinanderschießen. Aber Weltklasse, wer weiß, ne? Wer weiß. PSV? Ja. Ja, gut, die Frage ist auch, sind die nächstes Jahr dabei? Aber andererseits, das ist Celtic, also. Ich habe es mal, dass sich nicht qualifiziert hat. Da müssen wir mal gucken. Gute Spielleistung, da geht noch mehr. Weil den einen Typen, den lobe ich garantiert nicht. Gucken wir mal nach meinen. Das müsste ja bei Spielerstatistik sein. 41, also 9 Tore noch, dann habe ich den Rekord. Und bei 10 habe ich den überboten, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, das ist sehr interessant. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute.